Alright. Hast du noch eine Frage? Oder? Haben Sie noch eine Frage? Nein, das ist doch gut. War jetzt der Moment? Dann wäre jetzt der Moment. Sonst schweigen Sie bitte. Ja, nein, dann ist doch gut. Nein, shoot. Ba, ba, ba. Boom! Boom! Boom, da sind wir. Feelgood Podcast mit der Steffi Buchli. Hoi, schön. Hello, welcome. Hello, danke vielmals für die Einladung. Sehr, sehr gern, sehr, sehr gern. Ich weiss, dass du ein bisschen Podcast erprobt bist, weil du bist beim Kollegen Thorner mal gesehen. Yes. Aber du hast mir gerade gesagt, hören ist nicht so. Ist übel, dass ich das nicht mehr mache. Ich glaube, es wäre ein Klassiker, zu meinem Auto zum Beispiel Podcasts zu hören. Jetzt merke ich, entweder geniesse ich im Auto Ruhe. Und die andere Variante ist, ich bin am Abtelefonieren. Und ich wirklich Telefon erledige, die ich sonst an mich aufschiebe. Mhm. Und dann gibt es noch die dritte Variante, die ist sehr laut Musik hören. Und das mit Podcasts hören, ich muss mal anfangen und dann würde ich wahrscheinlich total reingehen. Aber im Moment bin ich noch nicht so dort. Ja, aber also ich finde es wahnsinnig, wie das sprudelt und wie es viel starke Podcasts gibt. Und dann nehme ich immer mir Ausschnitt, höre rein und finde super. Aber einen langen dann schauen mache ich nie. Hören mache ich nie. Kannst du nicht auch schauen. Also ja. Unsere kann man auch schauen. Mhm. Das ist so. Laut Musik hören im Auto, das ist eigentlich so das Einzige, was ich mache, wenn ich telefoniere. Du hörst auch keinen Podcast im Auto? Doch, ab und zu. Manchmal, wenn ich einen Auftritt hatte und heimfahre. Echt? Dann magst du noch einen Podcast hören? Ja, das tut mich dann ein bisschen runterholen. Krass! Ja, das finde ich eigentlich noch easy. Aber ich bin mehr der Podcast zum Einschlafen hören. Sehr effektiv, ja. Außer deinen, da würde man nie einschlafen, weil der ist sicher? Mega spannend. Weißt du, wie viele Leute mir schreiben, dass sie da zum Einschlafen hören? Und findest du es fies? Nein. Überhaupt nicht, ich verstand es eben völlig. Ja. Also weißt du, meine Lieblingsserie ist Friends und das habe ich jahrelang zum Einschlafen geschaut. Grace and Frankie ist meine zum Einschlafen. Grace and Frankie? Ja. Wirklich? Ja, habe ich sehr gerne. Das hat meine Ex-Freundin immer geschaut und ich bin nie so richtig reingekommen. Wirklich? Ja. Ich finde die super. Ja. Mhm. Aber Friends verstehe ich ja. Ja, eben. Und darum, wenn ich so denke, wenn jemand das zum Einschlafen hört, bin ich so, hey, ich verstand völlig, weil man ist noch dabei. Ja. Also, und tust du darum extra die Stimme so ein bisschen dämpfen, dass man besonders gut kann einschlafen kann? Nein, aber ich habe mir schon überlegt, weißt du, so ASMR-Folge und einfach so, hey, ich finde das ganz toll, dass wir heute so oben da sind. Und immer ein bisschen leiseliger werden, immer ein bisschen langsamer. Das habe ich übrigens auch. Es gibt so eine App, die heisst Calm. Ja, ich weiss, weil ich sie auch habe. Und dort haben sie auch so Good-Night-Stories. Ja, genau. Und es ist so geil, weil es ist irgendwie, sie beschreiben dir irgendwie Felder von Weizen und wie der Weizen irgendwie gewonnen wird. Ja. Und dazwischen wird aber immer so leicht hypnosemässig, wird dann schnell erklärt, dass wir jetzt eigentlich einschlafen. Ja. Und ich finde die Stimme wunderbar. Oder? Das ist wirklich so, das würden wir zwei gar nicht schaffen, so zu reden, in dieser immer gleichbleibenden Tonalität. Ja, zum Beispiel einen habe ich gehört mit dem... Wie heißt er jetzt richtig? Cillian Murphy. Mhm. Ja. Und er erzählt einfach, wie er mit dem Zug durch Irland fährt. Und erzählt, was er gesehen. Ja. Und wirklich so, and along the tracks. Und, weißt du, und dann irgendwann merke ich so, shit, er sagt jeden Satz in der gleichen Betonung. Ja. Aber weißt du, mir hat es dann eben nicht gebraucht zum Einschlafen. Die hat es genervt, weil du denkst, was macht er da mit mir? Wieso betonst du immer gleich? Hör mal auf. Jedes Mal. Oder der Idris Elba habe ich auch mal gehört. Mhm. Und bei dem habe ich auch nicht einschlafen. Vielleicht musst du wirklich einfach... Es muss ja gar nicht so extrem sein. Man kann ja einfach, eben, du hörst dich ja mit Friends oder schaust dich mit Friends auch irgendwie. Ja, wobei eben auch sonst höre ich den Conan-Podcast, ist mein Liebling natürlich. Oh ja, das glaube ich. Mhm. Den finde ich sehr gut. Wenn ich würde hören, würde ich den sicher auch hören. Nebst dem. Okay, also wenn du keine Podcasts hörst, dann ist so die ich sage jetzt, Konsumverhalten, eben Grace and Frank ist gesagt, ist das so hauptsächlich Netflix und Sport? Netflix, Sport, was ich im Moment wenig dazu komme, sind klassische Bücher. Und dann ist noch nebst Netflix und Sport ist noch,
ich tue mir immer so die NZZ am Sonntag und also eigentlich alle Sonntagszeitungen aufbewahren und dort immer mir vornehmen, noch Sachen zu lesen. Und das ist natürlich auch grossartig. Dann hast du eigentlich immer zu, weil die sind so dick, das Wochenende ist viel zu kurz, für um alle Sonntagszeitungen leer zu lesen. Dann nehme ich das noch so Mitte der Woche. Und tust du nur vorne oder lesest du es dann häufig? Das mache ich dann wirklich. Auch. So. Wenn ich Zeit habe, mache ich das wirklich. Weil ich, ich nehme es mir vor. Das ist auch schon viel, ich oder? Ich habe so einen Zeitungsständer neben dem WC und jetzt sind einfach seit Jahren die gleichen Magazine. Ja, sehr schön. Aber es ist immer so, irgendwann kommt die Inspiration. Ja, genau. Und du hoffst einfach, dass du irgendwann Zeit hast, oder? Das ist schon ein bisschen unser Ding. Manchmal ist es so, eigentlich, wenn ich das Handy vergesse, dann merke ich so, ich habe noch die Zeit gestanden. Dann liest du mal so den Tag aus dem 87 noch. Super, super. Wenn du sagst, Netflix, Sport und eben so Zeitungen, beim Sport, ich weiss nicht, Ich kenne sie nur von der Comedy ein bisschen. Gewisse Sachen schaue ich so aus reinem beruflichem Interesse. Und gewisse Sachen schaue ich dann wirklich auch zum Vergnügen. Ja. Kannst du irgendjemand die Grenze ziehen? Oder ist das mache ich genauso. Ja? Gewisse Sachen schaue ich, weil man einfach muss schauen. Also ich würde wahrscheinlich weit weniger Live-Sachen schauen, wenn ich nicht im Sport arbeiten, dann würde ich viel eher Kurzfassungen mir anschauen, also Highlights konsumieren. Das fände ich einfacher, aber weil das mein Beruf ist, schaue ich dann doch sehr viel Live-Sport. Dann gibt es Sachen, zum Beispiel Masterclass habe ich abonniert. Habe ich auch mal gehabt, ja. Ja, und dort hat es einfach zum Teil so gute Sportler-Masterclass-Classes, dass dann die ein völliges Vergnügen sind. Oder? Das hat eigentlich nichts mit meinem Job zu tun. Im Entferntesten ein bisschen. Das schaue ich dann schon auch sehr gerne für mich. Ja. Aber es gibt die Grenzen, wie du auch sagst. Gewisse Sachen für mich, gewisse für den Beruf. Also das heißt das eher Private empfinde ich auch bei Sportsachen. Alles, was es dann irgendwie menschelt, finde ich geil. Weißt du, so eine Masterclass kann ich mir vorstellen. Ja. Dokus. Die wie hat es geheißen? Sunderland Till I Die, vom American Football gibt es extrem viele Dokus. Die Formel 1 Doku finde ich sensationell. Habe ich noch nicht geschaut. Nicht? Mm-mm. Wirklich? Ich noch nicht geschaut. Nein. Ich möchte aber unbedingt noch schauen. Also ich glaube, Sportdokus ist ein unendliches Reservoir an Emotionen, die man anpacken kann. Ich glaube, das ist wirklich, da kannst du nie aufhören. Oder? Es gibt immer wieder eine Geschichte, die du noch erzählen kannst. Ja, und vor allem es gibt immer so, die kleinen Geschichten sind dann meistens die spannendsten. Ja, genau. Oder wo wir oft so, wow, dort haben sie irgendwie während dem Match haben sie mal schnell miteinander geschwätzt. Genau. Das sagt dem anderen das. Ja. So. Ja. Das ist bei The Last Dance ist das so geil. Ja, finde ich auch. Also The Last Dance habe ich mir wirklich so reingezogen. Es ist auch eine Zeit, die ich wahnsinnig faszinierend gefunden habe. Yeah. Dort mal. Da habe ich mir wirklich reingezogen und habe jede Minute genossen. Das ist wirklich so der Grund, warum ich auch nach glaube etwa 20 Jahren den Sport immer noch so packt. Oder wegen genau diesen kleinen Geschichten. Yeah. Und den Figuren. Also weißt du, Dennis Rodman, ich meine, den musst du zuerst erfinden. Das ist so, so irr, oder? Vor allem der Regisseur erzählt in einem Interview, wie bei The Last Dance, wo sie immer die Sachen auf dem iPad schauen. Ja. Das ist entstanden wegen Dennis Rodman. Weil sie haben ein Interview gehabt, also es ist so gesehen, du wirst wahrscheinlich das besser kennen, wie das ist, wenn man halt irgendwie so muss irgendwie anfragen und wie es dann zum Teil Zeitbeschränkungen gibt und was weiß ich. Und bei Dennis Rodman war die Geschichte, sie fragen Dennis Rodman an. Er hat keinen Plan, für was es ist und findet so, ja, 2 Stunden maximal. Und dann sagt der andere, es wird eine 10-stündige Doku über dich und deine Zeit bei den Bulls. Eine Stunde mehr? 2 Stunden wird ein bisschen knapp. Und das ist irgendwie scheisse gleich gewesen. Er ist dann, er hat gesagt, eine Viertelstunde, sorry. Oh no. Er ist dann aber 2 Stunden zu Sport gekommen. Okay. Dann hat er einen Kamillentee und irgendein Sandwich, Tuna-Sandwich, glaube ich, wollen. Und wenn er das dann gekriegt hat, hat er sich ein bisschen entspannt. Und dann ist aber das Problem gesehen, dass seine Aufmerksamkeitsspanne irgendwie 3 Sekunden ist. Oh nein. Und dass du irgendwie, egal um was es gegangen ist, ist er dann auf einmal wieder auf Nordkorea gekommen und seine Freundschaft mit dem Kim Jong und was weiß ich. Und dann irgendwann hat er gefunden, ich muss jetzt irgendwas machen, dass der mal halbwegs da bleibt. Mhm. Und dann hat er ihm das iPad gegeben und hat gesagt, schau mal,
diese Szene, da sagt Michael Jordan das über dich, was sagst du dazu? So. Und dann ist das so ein bisschen ein wiederkehrendes Element geworden. Und so hat Dennis Rodman dazu gekriegt, dass er sich halbwegs konzentriert und hat gemerkt, das war eigentlich nur ein gutes Element für alle die Interviews. Mhm. Weil das sind für mich auch so ein paar von der stärksten Momente. Ja, total. Wenn irgendwie Michael Jordan ein Interview mit jemand anderem sieht, ja, irgendwie, keine Ahnung, Gary Payton, der sagt, und ah, reagiert darauf. Genau, und dann, ja, dann verreckt er vor Lachen, so, ja, von wegen, das ist eigentlich, was er erzählt. Es ist etwas völlig anderes, als wenn du, ja, als Interviewer das nachverzählst, ja, ja, genau, genau. Also wir haben das dortsmal, die haben ja das uns abgeschaut, dortsmal bei der Sportlounge. Die haben wahrscheinlich viel Sportlounge geschaut. Ich glaube, sie haben sehr viel Sportlounge geschaut. Wir haben das da auch gemacht, wir sind, da hat es ja neue iPads gegeben. Dann haben wir das auch gemacht und haben uns wahnsinnig gut gefunden mit dem. Aber der Effekt war wirklich schön gewesen, oder? Du hast zum Teil, wir sind viele auch so Sportlegenden quasi besuchen und du hast dann ihre eigenen Auftritt können vorspielen. Und yeah, manchmal hat es wirklich die Momente gegeben, wo sie selber gebannt geschaut haben, weil sie es lange nicht mehr gesehen haben und yeah, sich das reingezogen haben. Manchmal auch nicht der Medaillenmoment, sondern das kleine bisschen, wo eben entscheidend war. Und du hast gesehen, wie sie auf das reagiert und hast so wie darauf schliessen können, wie wichtig dass die Momente sind für ihr Leben. Oder? Das yeah, ist sehr schön. Da kannst du wirklich so eine Emotionalität rausholen. Ja, vor allem denke ich mir dann auch so, bei diesen Sachen, das merke ich ja schon nur bei mir selber, die Erinnerung, die du selber hast, ja, die wandelt ja dann irgendwann um zu der Erinnerung, die du immer siehst. Ja, ja, total. Und ich habe auch ganz viele Sachen, ich bin Jahrgang 78 und dann habe ich ganz viele Sportereignisse, wo ich weiss, ich kann die gar nicht aus erster Hand kennen, aber ich habe als Sportjournalistin natürlich x-fach müssen Archivsachen mhm, anschauen. Und jetzt meine ich, ich sei irgendwie bei Sapporo schon dabei gewesen, weil ich das einfach 700 Mal im Archiv yeah, gesehen habe. Das ist sehr ein lustiger Effekt, wie du wie Sachen eigentlich annimmst und dann findest du, ja, ja, genau, und dann das und das. Dann bist du so lange her, dass es gar nicht sein kann. Das habe ich bei The Last Dance gehabt, weil halt wirklich meine Kindheit ist. Und ich weiß noch, dass ich auf damals DSF die ja, Finalmatch von Bulls gegen Jazz geschaut habe. Mhm. Bei meiner Großmutter daheim. Mhm. Und dann siehst du wirklich halt auch nicht der entscheidende Schuss, ja, sondern halt irgendwie die 30 Sekunden vorher, wo du merkst, boah, genau die Abfolge. Ja, als wärst du irgendwie, als wärst du nicht im Stadion gesehen. Genau. Als Siebenjährige. So. Und das kann ich mir vorstellen, dass irgendwie für Sportler, wenn sie dann effektiv eben das erlebt haben, dass du wahrscheinlich gar nicht mehr siehst, wie es für dich siehst, dort zu stossen, und du siehst nur noch die dort zu stossen. Ja. Also es ist noch lustig, ich habe so, in meiner Erfahrung gibt es zweierlei, oder? Die wirklich noch Skifahrer, die noch jede einzelne Kurve von ihrem Goldlauf können beschreiben können. Yeah. Und solche, die sagen, oh, jetzt musst du mir helfen, ich weiss im Fall nicht mehr, wie das war. Es ist meistens recht extrem. Entweder haben sie noch alles präsent oder es ist so ein diffuser Brei. Vielleicht je nach Fähigkeit danach. Ich habe vielleicht, ich glaube, es gibt im Sport Kopfmenschen und emotionale Menschen. Ja, total. Und vielleicht ist dort der Unterschied. Ja, das glaube ich. Ja. Dass der Kopfmensch ja, sich an alles kann erinnern kann. Mhm. Und der emotionale Mensch ist. Das habe ich mit dem Podcast zum Teil. Ich kann zwei Stunden reden und ich ja, weiß nichts mehr nachher. Aber du weißt nicht, ob es gut war oder nicht? Ja, ich weiß, dann ja, weiß ich, wir sind ja, auf einer Reise gesehen, sozusagen. Ja. Du bist irgendjemand angegangen. Ja. Und manchmal kommen dann irgendwie Leute, so, ja, weißt du, zwei Wochen später sagen, ja, ja, gell, mit der Sauna. Und ich so, du, what? Ahnung, oder? Was? Und bei anderen Sachen, wo ich zum Beispiel noch bei Energy gesehen habe, keine Ahnung, so Star-Interviews etc. und so, da sind gewisse sind super klar da, ja, und auf einmal verschwimmt es völlig. Ja. Weil irgendwie, wenn es dann auf einmal more of the same wird. Ja, oder? Genau. Ich habe so lustig mit dem Resultat. Ich bin sehr schlecht mit dem Resultat. Und ich bin bei Barne so, wie sagt man, grosse Ereignisse im mhm, Sport mit dabei gewesen. Mhm. Und ich weiss nicht mehr, wie es ausgegangen ist, aber ich weiss noch, wo ich geguckt bin und mit wem ich es geschaut habe. Ja. Das ist total witzig, oder? Dann merkst du auch, was jetzt in meiner Erinnerung zentral ist. Die Nummern, also wie viel Goal das es gewesen und so, das ist völlig weg, aber ja, ich weiss noch so eine Grundemotion und eben mit wem ich da war und so. Das ist wirklich sehr lustig, wie selektiv dann im Endeffekt die Wahrnehmung ist. Ich kann eigentlich alle meine Lebensereignisse kann ich backtracken
Auftritt. Ah, also du weißt dann, es ist vor dort genau. Und dort gewesen. Ah. Ja. Ja, so, und darum bin ich dann mit Jahreszahlen so, bin ich meistens sehr gut. Das habe ich mit Olympischen Spielen, ja genau, wenn ich so zügelte Geburten und so muss nachvollziehen, kann ich mich immer an den Olympischen Spielen entlanghangeln. Wie wird man, das ist jetzt wirklich eine ganz blöde Frage, aber wie wird man Sportjournalistin? Also weißt du, weil oft sehe ich Leute, die irgendwie selber im Sport gesehen sind und dann auch irgendwie Experten werden. Mhm. So, das ist so wie ein klassischer Werdegang. Ja. Aber dass man von null auf sich für Sport interessiert, von einer journalistischen Seite, ja. Also du hast sicher auch Sport gemacht ja. Und machst sicher auch Sport, aber ja, das ist noch lustig. Also, ja, absolut. Ich kann dir wie meinen Weg erzählen und der ist nicht so, ich würde auch gerne mit die Geschichte erzählen. Weißt, ich habe schon als Vierjährige mit dem WC-Bässel Reportagen gemacht und so. Und die Geschichte gibt es leider nicht. Bei mir war es so völlig pragmatisch gewesen. Ich habe eine Matur gemacht, nachher habe ich bei der Bank geschafft, weil ich dachte, ich muss etwas Richtiges lernen. Nachher habe ich das eigentlich, ist 2,5 Jahre gegangen, habe das abgeschlossen, habe gefunden, okay, ist jetzt gut und habe mich dann einschreiben ab Fachhochschule für Journalismus, was es hier gerade neu gegeben hat. Ah, ich dachte, ich komme mich überbrücken mit irgendeinem Praktikum. Nachher bin ich dort zu Radio Zürichsee, noch nicht Sport, einfach News. Nachher bin ich zu Radio 24, auch noch nicht Sport, sondern auch News. Da habe ich gedacht, ja, jetzt will ich irgendwie mal einen nächsten Schritt machen. Und dann hat SRF Sportstage-Stellen ausgeschrieben gehabt. Yeah. Und dann habe ich gedacht, das wäre doch etwas, weil ich immer gerne Sport gehabt. Und so bin ich wieder reingerutscht. Aber es ist wie nicht so der... Der Globi wird Sportreporter, oder? Das ist so der grosse Traum, mal Sportreporter zu werden. Und bei mir war das wie nie vordergründig. Ich einfach nachher, als ich reingekommen bin, hat es mich mega schnell reingezogen. Und ich fand, hure cool, da bleibe ich. Aber vorne, es war nie ein formulierter Wunsch. Und ich glaube, es hat es mir fast einfacher gemacht. Ich habe auch nie, ich sehe jetzt vor allem bei Frauen viel, so eine Hemmschwelle mit dem Sport. Oder? Sie haben ein bisschen, sie haben Schiss, die Materie anzulangen. Und ich habe das wie nie gehabt und bin durch das eigentlich sehr schmerzfrei reingekommen. Aber umso mehr hat es mich nachher reingezogen. Nachher bin ich irgendwie, musst du am Anfang, wenn du reinkommst bei SRF, musst du mal sagen, Fraktion Fußball oder Fraktion Eishockey. Mhm. Bei mir war dann wie klar, ich bin vom Unihockey gekommen und taktisch konnte ich einfach immer Hockey schneller können lesen als Fußball. Jetzt noch kann ich Hockey-Taktik schneller lesen als Fußball-Taktik. Ich muss immer ein bisschen länger schauen. Dann entscheidest du mal, dann nimmt das Ganze so wie seinen Lauf. Also es ist eigentlich wie sehr organisch gewesen und es hat eigentlich nichts zu tun gehabt mit so dem Kindertraum, ich wette mal. Aber die journalistische Neugier, die ist wahrscheinlich schon immer rumgesehen. Ja und wie, aber es ist eben ein bisschen wie das, was du vorhin gesagt hast. Sportjournalismus interessiert mich, es würde mich aber nicht interessieren, wenn es nicht Menschen hätte. Also für mich, von mir aus kann es nicht genug Dennis Rodman, Andre Agassi und einfach so wilde Siechen haben. Oder? Yeah. Ich finde, Charaktere sind das, wo es schlussendlich dann den wirklichen Stoff gibt. Oder? Yeah. Ich meine, dass es lässig ist im Sportjournalismus, da brauchst du eckige, kantige Figuren, die wo auch mal ein bisschen unkontrolliert sind und nicht so abgeschliffen sind. Hast du das Gefühl, das ist so ein bisschen meine Aussenwahrnehmung, hast du das Gefühl, es ist mittlerweile, also es ist sicher schon viel polierter. Ja. Yeah. Und ich habe manchmal das Gefühl, es ist fast zu poliert, oder? Ja. Also das ist das klassische Beispiel von irgendwie der Interviews nach einem Match, nach einem Spiel. Ja gut, wie schon gesagt, wichtig ist, dass meine Kollegen... Die Mannschaft helfen dass ich jetzt 7 Töpfe gemacht habe, scheißegal. Genau. So, oder? Ja. Und wenn dann aber... Im Umkehrschluss, das hat Benny Huckel auch gesagt, ich sag, wenn dann mal jemand ein bisschen kantig ist, also, wird er eine Woche lang vertrampt. Ja. Für das. Ja, aber das ist auch, der Grat ist sehr schmal, oder? Und ich glaube, das Abgeschliffene, das du ansprichst, das hat einerseits mit Medientrainings zu tun, aber es hat auch damit zu tun, dass man versucht, wie soll ich das sagen, man versucht, nicht aufzufallen mit einer Aussage. Und das ist in der Grundanlage meiner Meinung nach falsch, weil für mich Sport eigentlich Entertainment ist und ein bisschen näher bei deinem Job als gewisse meinen. Mhm. Oder? Ich glaube, schlussendlich ist es ein Business um Aufmerksamkeit und dem muss man Rechnung tragen. Wenn alles einfach nur langweilig und poliert ist, will es einfach niemand mehr hören. Oder? Das heisst, Nordamerika, wo du offenbar auch viel Sport konsumierst, die sind wahnsinnig gut medial geschult, aber es kommt nicht ganz so
abdroschen daher wie bei uns. Oder? Yeah. In das fallen jetzt nicht. Und ich glaube, das ist die wahre Kunst. Oder? Dass es gleich noch, weil es wird entsprechend unspannend. Oder? Mhm. Das klassische, ja, wie schon gesagt, wichtig ist, meine Kollegen haben mir geholfen und eben genau 7 Goal ist völlig egal. Das glaubt einfach niemand. Wenn du das hörst, dann denkst du, was lafert der? Oder? Das ist wirklich nicht, das nimmt dann niemand mehr ab. Und in dem Sinn muss es halt schon authentisch bleiben. Und ich begrüße es natürlich so fest, wenn einfach mal wieder einer explodiert und einfach etwas aus ihm rausbricht. Oder? Das muss doch sein. Und dann finde ich genau auch, wir dürfen den nicht für das verurteilen, dass er aus einem Moment heraus emotional war. Im Gegenteil, wir müssten ihn eigentlich feiern für das. Ja. Darum ist die Formel 1-Doku so geil. Ah, das glaube ich, ja. Weil dort ist halt wirklich, das ist einfach noch pur. Ein fucking Zirkus. Oder? Und das, ist, das ist pur und es ist Entertainment. Und Es hat mich nicht erstaunt, dass halt eben genau das Geschliffene ist, dort immer wie mehr passiert. Mhm. Also einerseits hast du einen, der die ganze Zeit gewöhnt. Ja. Oder? Das ist mit der Zeit dann halt trotzdem langweilig. Ja. Und dann hat Formel 1 von sich aus ja gesagt, wir machen jetzt so eine Doku, dass man eben ein bisschen die Menschen dahinter sieht und nicht nur Helm und Name. Und dann ist auf einmal sind auch wieder Zuschauerzahlen zurückgekommen. Genau. Weil eben auf einmal wieder haben können Geschichten kreiert werden. Und dann siehst du alles die absurden Charaktere in den verschiedensten Bereichen, von Fahrer bis zu Teamchef und was weiß ich. Und jetzt auf einmal probiert man halt eben nicht vielleicht bei Interviews, aber man probiert mit diesen eben menschlichen Elementen wie Dokus, probiert man auf einmal das ein bisschen zurückzuholen. Ja. Weil sonst fändest du ja auch nicht spannend. Ich finde im Fall, das ist genau der Schlüssel, um wieder ein bisschen mehr Nähe zu arbeiten. Oder? Weißt du, die grossen Maschinen, wie eine Champions League zum Beispiel, haben auch so viele Regulierungen mit sich gebracht. Oder? Du hast eigentlich dort nur noch einen Point de Presse von 10 Minuten, wo der und der hersteht und dann dürfen wir dem Fragen stellen, aber am anderen nicht. Dann hast du geschlossene Trainings. Du schaffst eine wahnsinnige Distanz zu den Akteuren. Oder? Und auch wieder Nordamerika hat immer geschaut, dass sie so die Inside-Dokus eigentlich, die haben sie schon immer zelebriert, oder? Und wir haben das völlig verloren. Wir haben versucht, abzuschirmen und eine Distanz herzubringen. Mhm. Und ich glaube, das war nicht gut gewesen. Und ich hoffe, dass es jetzt einen Schritt zurück gibt und dass auch die Club, die Verbände, die Vermarkter, dass alle sehen, dass Echtheit das Potenzial hat, oder? Und dass es echte Emotionen braucht, sonst will das niemand mehr sehen. Und es braucht dort auch so eine gewisse Verhältnismäßigkeit, oder? Wenn man beim FC Barcelona die Leute abschotten vor den Medien, dann ist das eine Dimension, das ist richtig, richtig gross dort, oder? Und die brauchen einfach ihre Ruhe und müssen arbeiten können. Aber wenn man in der Super League solche Tänze anfängt, dann lache ich natürlich. Ich meine, das ist einfach lachhaft, meiner Meinung nach. Ich verstehe, Spieler müssen in Ruhe arbeiten können und es gibt Momente, wo einfach nicht gut ist, wenn zu viele Medien rumtanzen. Völlig logisch. Aber manchmal ist es auch viel Gehabe und dort hört es dann für mich ein bisschen auf. Das sehe ich aber auch im Entertainment-Bereich und im Comedy-Bereich so, weißt, wo ich so denke, wenn ich nicht mehr in einer Bar spiele und es kommen 80 Leute, dann sehe ich jetzt keinen Grund, mich hinter einem Molton eine halbe Stunde lang zu verstecken, bis die Show losgeht, weil das der einzige Ort ist, wo ich überhaupt mich könnte verstecken. Weißt du? Sondern wir sind in einer Bar. Also wenn aber schaffst du es dann? Die einen müssen sich ja wahrscheinlich zurückziehen, weil sie es sonst nicht bringen würden, wenn sie nicht den Kopf beieinander hätten. Yeah. Die brauchen vielleicht die halbe Stunde. Um sich zurückzuziehen. Klar, die gibt es auch. Ja. Und wenn sie das effektiv brauchen, dann verstecken sie sich auch nicht in der Malta. Dann sind sie ganz weg. Gehen sie vielleicht noch schnell spazieren. Oder so. Keine Ahnung. Aber es hat dann auch so. Also das Kokettieren oder so. Ja, im gewissen Bereich hat es dann halt gleich immer wieder so Effekt von, man darf mich ja nicht gesehen vorher. Ja. Weißt du? aber das ist eben der nordamerikanische Gedanke. Ja. Aber er funktioniert nicht bei uns. Ja. Sondern eben bei uns basiert es ja auf, das merke ich auch, wenn ich da mit Musikern rede, es basiert ja auf Direktheit, Nähe. Ja. Irgendwie, der Dabu hat gesagt, wenn er im Zug ist, dann sollen sie ihn auch sehen, wenn er mal irgendwie pennt. Also weißt du, das ist so, das muss irgendwie sein. Ja. Und ich habe das Gefühl, in der Schweiz gibt es gewisse Bereiche, wo man das eben probiert, irgendwie zu pushen. Aber
Das macht wirklich keinen Sinn. Also wir sind natürlich auch ein Wurmbüchse, oder? Ich meine, die Schweiz ist so klein. Von dem her ist es natürlich auch schwierig, das Gehabe zu entwickeln. Es macht auch wie keinen Sinn, oder? Also ich muss immer lachen, wenn man in der Schweiz einem Schweizer prominenten Mensch sagt, wie ist es so? Prominent sein, es ist nicht einmal der Rede wert, prominent sein in der Schweiz. Also weißt du, ich glaube, man darf sich auch nicht darauf einbilden, oder? Wir sind wirklich so ein kleiner Minimärt. Und das ist eben wunderbar, aber es ist und bleibt immer familiär, oder? Yeah. Wir haben nie irgendwie das Millionen- oder Milliardenpublikum, das wird es einfach bei uns nie geben. Und das ist doch auch schön eigentlich. Absolut. Da muss man, glaube ich, auch wie ehrlich von sich selber, zu sich selber sein. Ich finde, ich bin immer noch am Vertrauen, dass du einfach kannst, bis kurz vor dem Auftritt bist du dann einfach so am Schwätzen und locker lässig und dann gehst du rauf und nachher nail it. Yep. Krass. Das kann ich im Fall nicht. Ich muss mich gerne schnell meine Ruhe haben. Nicht kokettieren, im Gegenteil. Ich muss mich einfach schnell eben den Kopf zusammen haben. Aber das ist lustig, weil ich zum Beispiel ich am Anfang habe das Gefühl gehabt, ich müsse das. Oder? Und dann hast du irgendwann... Und dann mit der Zeit... habe ich gemerkt, nein, ich muss das eigentlich nicht. Cool. Sondern ich mache mich fast wahnsinnig dann, wenn ich das so ein... ich merke, das merke ich. Zum Beispiel letzte Woche hatte ich einen Auftritt, wo so eine Comedy-Music-Dinner war. Mhm. Oder? Und meine Freundin ist mitgekommen und dann sitzen wir zuerst dort, sind noch am Essen. Und dann merke ich so, eine halbe Stunde vor meinem Auftritt, mache ich wirklich nur die schlechtesten und dümmsten Sprüche. Und sie irgendwann so nach dem dritten schaut sie mich so an. So. Und ich so... Ah, sorry, ich merke, ich komme langsam in den Modus. So, das auf irgendwie das Hirn vor da umstellen. Ja. Ich komme langsam in den Auftrittsmodus. Ja. Und dann bin ich auf so ein bisschen blöde liegen. Ja, oder? Ja. Aber auch dort, ich bin auf dort gesessen, zum Nacht. Und dann irgendwann heisst es, okay, nach der zweiten Vorspeise. Und die haben mich alle schon gesehen, dort sitzen und essen. Und dann laufe ich halt führen und mache meinen Auftritt. Oder? Super. Aber das ist sicher auch ein Prozess gesehen, oder? Und ich kann mir vorstellen, von meinen Moderationsjobs früher noch, dort kannst du eben auch nicht so wingen, sag ich jetzt mal. Sehr schön. Das heisst, du hast ja deine Karte und du bist ein bisschen an einen Ablauf gebunden und du bist auch abhängig von vielen Faktoren. Ja. Dort bräuchte ich sicher auch ein bisschen mehr in meine Ruhe. Ja. Ja. Bei meinem Programm, ich weiß, wie mein Programm funktioniert. Ja, das stimmt. Gut, die sind natürlich auch Meister, das finde ich wahnsinnig faszinierend, oder? Aufstehen und einfach erzählen, oder? Ich meine, du hast das wahrscheinlich verinnerlicht bis zum geht nicht mehr. Ich bin eine, ich weiß nicht, wie das kannst, aber ich bin Moderieren. Ich bin so schlecht mit Anfängen. Ich verbocke so ziemlich jeden Anfang. Wirklich. Und irgendwann habe ich das mal so halb... Ich habe wirklich gedacht, jetzt muss ich dann in eine Therapie, um einfach das mit diesen Anfängen in den Griff bekommen. Ja. Dann habe ich irgendwann gemerkt, ich muss einfach wie mich ein paar Minuten vorne wirklich einfach nur noch mit dem Anfang befassen. Und nachher geht es. Ich habe glaube, ich habe mich so zu weit vorne geschaut. Aber es ist wirklich so fast ein Ding geworden in meinem Kopf. Ich habe einfach gewusst, ich werde ihn verbocken und dann verbockst du ihn. Ja, logisch, dann wird es so effektiv so lustig. Oder wie so jeder Strudel. So. Ja, genau. Und nachher, ab dem ersten, und jetzt versuche ich auch immer so, wenn ich Einfluss nehmen kann auf das Drehbuch, versuche ich immer möglichst schnell so eine Interaktion reinzubringen. Mhm. Sobald ich mit jemandem rede und so, das ist nachher gut, nachher bin ich drin. Ja. Yeah. Es ist so lustig, wie man so seine Knörzli hat. Weißt du, was es bei mir war? Bei Moderationen? Nein. Der erste Punkt nach dem Anfang. Ja. Ich habe immer den Anfang ist immer top gesehen und dann, oh shit, geht er noch weiter? Ist ja noch nicht fertig. Genau, das ist bei mir vor allem gesehen. Aber es ist immer darauf angekommen. Also weißt du, Eventmoderationen ist für mich oft schon immer das Schlimmste gesehen. Wirklich? Ja. Das habe ich oft, also nicht mal Nervosität oder was weiß ich, sondern ich habe mich einfach nicht gut gefühlt. Ja. So, irgendwie weil ich oft so... ich habe nicht das können machen, was ich wollte. Also weißt du, kannst ja nicht wirklich die Leute unterhalten, sondern du bist klar eine Aufgabe zuteilt, nämlich effektiv Informationen durchgeben und eben einen roten Faden zu spinnen. Mhm. Und das Gefühl habe ich dann bei Comedy, habe ich das nie gehabt. Ja. Bei Comedy ist, auch wenn ich nicht alles verinnerlicht habe, weißt, merke ich jetzt, weil ich lange Spielpause hatte, also gewisse einzelne Nummern vom neuen Programm habe ich lange nicht gespielt. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, jetzt habe ich dann bald Solo, ich sollte vielleicht einmal. Und dann habe ich sie aber extra, habe ich gefunden, ich mache das jetzt mal, ich habe sie jetzt extra nicht gelost vorher. Sondern habe mehr so probiert, aus der Erinnerung, die einfach so neu zu erzählen. So. Mhm.
Und dann habe ich gemerkt, als ich es dann eben verglichen habe und gehört habe, das andere und das, habe ich gemerkt, ah, das ist jetzt wie sag jetzt mal, eine Band, wo vom gleichen Song zwei verschiedene Versionen hat. Oder? Wo ich mir so, ah, da kann man eher die Luti und schnelle Version spielen, da ist sie eher so. Ja. Das heisst, es ist eigentlich sogar für die Comedy, wie bei der Moderation eigentlich, du hast so ein paar Fixpunkte, ja, genau. Also das muss durch sein, aber wie du denn genau zu dem kommst und das sagst, also das machst du ja auch nicht, logischerweise. Es gibt die, wo das siehst du leider oft bei Lokalfernsehsendern, bei den Bloopers, merkst du, dass sie halt wirklich auf die drei Sets, die sie sagen wollen, die haben sie auswendig gelernt. Ja, genau. Und wenn du stolperst, bist du halt einfach. Dann stolperst du immer. Ja, genau. Also dann passiert aber genau das. Dann ist es so, oh nein, sage ich jetzt zuerst das Wort und dann das Wort. Ja. Oder? Und viel wichtiger ist ja wahrscheinlich, dass du so Plotpunkt hast. Ja, genau, wo du weißt, du wird. Ich muss am Schluss den Namen richtig gesagt haben. Und irgendwie die Funktion oder was weiß ich. Und wie ich da hinkomme, das sollte frei bleiben. Ja, genau. Und bei der Comedy ist es eigentlich das Gleiche, wo ich so denke, die Information und der Gag sollte plus minus so sein. Aber das sollte, und darum fühlt es sich dann auch frisch an für die Leute, das sollte nicht wirken wie abgespult, auswendig gelernt. Ja, genau. So. Genau. Und darum ist es eben so eine freie Materie, sage ich jetzt mal. Oder? Das ist cool. Plus eben so eine gewisse Reife oder Erfahrung hilft natürlich schon auch, dass du quasi auch weisst, was auch immer passiert. Also, das merke ich schon, die Lockerheit. Einen Absturz gibt es eigentlich gar nicht. Die tut schon auch gut. Oder? Am Anfang, wenn Leute auf der Bühne stehen müssen, ich schwitze mit denen mit, weil ich merke, sie haben Angst vor einem Totalabsturz. Und irgendwann kannst du das ablegen und merkst, es wird nie ein Totalabsturz sein. Vor allem, wenn ein Chirurg über Chirurg sie erzählt, kann eigentlich nichts passieren. Es kann nur, wenn du quasi PowerPoint-Karaoke machst, der Chirurg erzählt über Astrophysik, dann kann es schwierig werden. Aber alles andere. Ja, aber das hast du, glaube nie gehabt, die Angst vor dem kompletten Absturz. Nein, ich bin so, ich habe das auch gerne, so Live-Stress. Yeah. Ich habe das mega gerne und ich bin eine ganz schlechte Aufzeichnerin, wirklich. Wenn immer man mir sagt, wir machen dann mal eine Variante, dann schauen wir dann. Das ist etwas Dümmste, was du mir kannst sagen kannst. Dann machen wir sicher 10 Varianten. Verstand. Und bei den 10 muss ich mir einfach vorgaukeln, es sei live, weil sonst würde ich sie nie bringen. Ich brauche recht Druck, das ist, glaube ich, schon immer so gewesen, damit ich liefere. Das verstand ich absolut. Ja. So effektiv mit dem Rücken zur Wand, oder? Ja, genau. Weil bei mir ist so, der Kopf sagt mir irgendwann, es zählt nicht. Ja, genau. Und also du kannst es dort fast nicht einbilden, es muss jetzt zählen. Aber eine Variante. Der Laffer ist mal etwas los. Ich bin wirklich dort unmöglich. Ja. Und ich habe das immer sehr gerne gehabt. Auch jetzt merke ich, oder? Jetzt sind es andere Sachen. Jetzt ist es irgendwie ein Abschluss für den Blick oder für den Sonntagsblick. Ich habe die Stimmung schaurig gerne, oder? Wenn es wirklich so, es mag nichts mehr leiden und du musst jetzt einfach wirklich auf dann und dann fertig sein. So Drucksituationen oder unmögliche Situationen. So, ich weiß auch nicht, am 58 sagen, kannst du 02 schnell zu Blick TV kommen und etwas über das und das erzählen. Jawohl, ist gut. Dann geht das Hirn so in einen Modus, den ich sehr gerne habe. Unglaubliche Klarheit, Fokussiertheit. Mhm. Und das Gefühl nachher ist einfach extrem gut. Ich bin wirklich so jemand, der aufgeht in dem. Ich glaube, das ist so. Also, wenn du dann so einen Job hast, wie wir jetzt haben, ist das natürlich ein Segen. Für andere wäre es der Horror. Ja. Ist das also der Hauptunterschied zuvor hat der SRF-Maschinerie? Also, dort hast du ja selten. Oh, jetzt musst du noch schnell. Ja, im Sport hast du das eben noch recht viel gehabt. Es war schon immer mit Vorlauf und so. Nein, wahrscheinlich ist es schon eine Extremsituation jetzt, dass wirklich einfach loskommen gehen und dann machst du gerade. Ja, das ist wahrscheinlich schon anders. Aber der Druck an sich, quasi ein Match ist fertig und du bist 2 Minuten später auf Sendung und erzählst ihn, den habe ich natürlich schon so ein bisschen kennengelernt und lieben gelernt, zum Glück. Aber jetzt ist es anders, es ist schon nochmal ein bisschen spontaner. Was ich immer schon gefunden habe, wenn ich dich gesehen habe, ist, dass du so extreme, Freude auch übermittelt hast. Also weißt du, so egal um was es gegangen ist,
Und egal um was es geht, ist spürbar, dass du auch Freude daran hast. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass man das nicht spielen kann. Nein, überhaupt nicht. Lustig ist, dass sich ein paar Zuschauer immer schaurig aufgeregt haben über meine gute Laune, was ich sehr ein witziges Feedback gefunden habe. Jetzt grinsen sie doch nicht immer so. Und ich habe durchaus Varianten gehabt. Ich habe manchmal auch schlimme Sachen müssen erzählen, wenn Unfälle waren oder Todesfälle oder so. Ja. Aber im Grundsatz habe ich gefunden, ist ja logisch, dass ich gut gelaunt bin. Ich fände es wirklich nach wie vor eine Beleidigung, wenn ein Fernsehmoderator schlecht gelaunt da irgendetwas den Leuten erzählt. Also ich finde irgendwie, schlussendlich hockst du dann bei denen in der Stube rein. Und ich finde, es ist doch auch anständig, dass man sich da einigermaßen benimmt. Nein, ich finde... Ich verstehe es. Also und zudem finde ich auch, weißt, wir sind ja dann doch noch... Ich bin immer im Sport gewesen und ich finde, der Sport soll auch, da sind wir wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe, Entertainment, der Sport soll auch eine gewisse Leichtigkeit haben. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo gewisse Leute ganz anders interpretieren. Für die ist das ernst und es geht um viel und es geht um mein Team und du lachst bitte nicht, wenn mein SC Bern verloren hat. Oder? Da kannst du schaurig nerven. Und ich finde dann irgendwie, und das habe ich auch immer, dann, ich schreibe ja dann immer zurück, da habe ich dann auch immer gesagt, hey, schau, wir müssen einfach oben runterkommen, auch wenn jetzt ihr frustriert sind wegen einer Niederlage. Es ist nur eine Niederlage und es ist nicht etwas, was wirklich schlimm ist für uns als Menschheit. Ja. Das ist ja schon absurd, wenn du Menschen hast, die nicht einmal ansatzweise einen Einfluss haben auf ein Outcome von etwas. Und die sich dann noch angegriffen fühlen. Ja, das ist so etwas Eigenes beim Sport, oder? Das Überemotionale. Aber von dem leben wir natürlich auch. Oder? Ich würde mich nie darüber beklagen, aber das Ausmaß ist manchmal schon sehr absurd. Ja, ja, und gute Laune nervt auch viele Leute. Ja, total, ja. Also, ich kriege immer Zuschriften, ich lache zu viel und nicht da. Ja. Aber Woche und Show ist halt auch so eine Gefäß, und das sage ich oft, dass sobald man etwas macht, wo man bei Menschen in ihr Leben eindringt, so, und das ist eben zum Beispiel Fernsehen, Radio, oder quasi, sie haben sich nicht ausgewählt, das zu hören oder zu schauen. Natürlich haben sie draufgeschaltet, Aber du wirst ihnen aufs Auge gedrückt in dem Moment. Du drängst dich dann bei ihnen in ihr Leben ein. So, oder? Ja. Und das habe ich bekommen, die Show. Das habe ich jetzt nicht. Die kommen wegen dir. Noch nie irgendjemand nach einer Show gesagt, das ist jetzt richtig scheiße gewesen. Ja. Also, weißt, vielleicht hat es jemand gedacht, aber sie würden sich nicht getrauen, weil es ist eine Direktsituation. Ja. Und bei einem Solo kommen sie effektiv wegen meinem Solo. Ja. Und wenn wir eine Mixed-Show haben, ist es einfach so, dann hörst du meistens so, die Person habe ich sehr lustig gefunden. Ja. Das ist so das Ausmaß. Ja. Aber sobald du bei jemandem eindringst, ist dann eben so, die Lachgucken ist wieder am Radio. Oder? Ja, ja. Hör mal auf, so, die ganze Zeit so blöd lachen und was weiß ich. Und jetzt, sorry, dass ich Spass habe. Ja, genau. Bei meinem Job. Ja. Also, aber das ist bei mir auch so, im Grundsatz finde ich einfach wirklich, wir haben doch einen guten Job, oder? Ja, einen guten Job und eben Spass dran. Ja. So. Ja. Also ich denke, so falsch. Nein. Wie ist es denn mit Menschen aus dem Sport selber? Wenn sie jetzt eben zum Beispiel verloren haben und dann kommst du, hey. Ja, also dort habe ich ja dann schon, also das würde mir ja dann nicht passieren, aber von Seite von der Sportler kommt das auch nicht. Ich meine, dort hast du dann auch das Fingerspitzengefühl. Ich habe ja viele Jahre lang immer die Interviews unmittelbar nach Matchende gemacht. Und das ist also mitunter ein bisschen die schwierigste Situation, wo du einen Athlet kannst verwünschen. Yeah. Oder er hat eigentlich noch alles Blut in den Beinen, wäre relativ wenig im Kopf, weil er gerade noch rumgerannt ist. Und nachher kommt er raus zu dir und ist eigentlich in dem Moment sehr verletzlich, weil er hat wie er weiß nicht, wie kommst du jetzt auf ihn zu, auf was sprichst du ihn an, nimmst du ihn gerade auseinander, oder? Und ich habe dort immer so versucht, fair zu sein, im Sinn von ihm ein bisschen Vorsprung zu geben. Du hast etwa 15 Sekunden, wo er dort steht, wo die Kamera sich bereit macht, wo der Produzent dir nachher durchgibt, Achtung, jetzt kannst du gehen und so. Und ich habe mir versucht, die 15 Minuten schnell zu nutzen, zum ersten Mal zu spüren, okay, ist er am Boden, wo ist er auf der Skala zwischen am Boden zerstört und himmelhoch jauchzend, dass ich ihn richtig abholen kann. Und wenn ich konkret ihn auf einen Fehler oder so angesprochen habe, habe ich ihm das meistens vorher gesagt, dass er einfach ein paar Sekunden Zeit hat,
um sich darauf einzustellen. Und ich glaube, das hat dann mittlerweile, wenn ich dann den Job, den habe ich wahrscheinlich etwa 15 Jahre gemacht über das Ganze, dann gewinnst du wie das Vertrauen, das schnurrt sich in der Garderobe um, dass du quasi bei der keine Angst musst haben. Yeah. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich eine weiche Journalistin bin oder so. Aber ich habe einfach immer gewusst, der Moment, der ist so diffizil für einen Athlet, oder? Yeah. Der steht quasi mit der Hose unten vor dir, oder? Und der weiss nicht, was fragt die mich jetzt? Attackiert sie mich? Grätscht sie mir gerade rein? Was kommt jetzt, oder? Und wenn du ihm dort sagst, ich verarsche dich nicht, dann dreht er das nachher in die Garderobe zurück und dann multipliziert sich das. Oder? Jetzt bin ich völlig abgeschweift, ich wollte eigentlich nur irgendetwas wissen. Ja, aber das, das finde ich spannend, weil ich denke mir, dass man so wahrscheinlich dann eben mehr kriegt, sage ich jetzt mal, aus Journalistensicht. Das glaube ich auch, Als wenn man eben voll reingrätscht. Ja, das glaube ich auch, definitiv. Zumal du ja auch musst verstehen, jeder Mensch, der schon mal Sport gemacht hat in seinem Leben, weiss, es gibt den Tag, oder? Mhm. Also der saublöde Rückpass, der nachher zu einem Gegengoal führt, wo du einfach weißt, du darfst nie im Leben spielen. Der passiert einfach irgendwann. Und dann ist die blödste Frage, wie kann Ihnen nur so einem Fehler passieren? Weil es gibt einfach diese Tage, oder? Also manchmal habe ich auch das Gefühl, bei gewissen Sportjournalisten, die dann so ein bisschen ins Messer laufen und so karnischte Reaktionen der Spieler zurückbekommen, die haben wie ein bisschen zu wenig Empathie, was im Sport so alles kann passieren kann. Yeah. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, ob es einem wichtig ist, was Sportlerin sagt oder ob man sich selber will profilieren. Oh ja. Also weißt du, wie zum Beispiel, ich weiß noch, ich bin mal bei einem Kollegen daheim gesehen und dann ist damals, keine Ahnung, gegen Bundesliga, Sky, so ein paar Jahre her, oder? Und dann hat das Interview nachher ist super krass gesehen mit einfach, weißt, wirklich nur Attacke. Ach, warum? Und Spieler oft so, ja, weißt du, oft so ein bisschen genervt und nichts rausgekommen, oder? Mhm. Und mein Kollege sagt so, boah, das ist eben geil an Sky, weißt du, wie die so richtig reinbratschen und so. Ach. Und ich so, aber effektiv erfahren hast du jetzt nichts. Mhm. Null, oder? Und in dem Fall ist dann einfach, eben, Sky Reporter ist dann ein geiles Sieg gesehen, aber, also, ich glaube, so im Grundgedanken, im Dienst hat es nichts. Ja, so. Genau. Und eben so das Grillieren unmittelbar nach einem Match, das finde ich wirklich, das geht irgendwie nicht, weil es wird der ganzen Situation nicht gerecht, oder? Wenn einer zuerst mal 2 Stunden lang Zeit hat, um das, was passiert ist, analysieren, könntest du ihm ganz andere Fragen stellen, könntest du ein bisschen mehr dran nehmen, aber unmittelbar nach einem Match ist es eigentlich nur blöd und unfair. Und es kommt dann auch oft beim Zuschauer ein Schutzmechanismus für den Sportler, wenn du ihn grillierst. Das ist etwas ganz Unangenehmes, was dann passiert für den Zuschauer. Und dann tut er sich auf die Seite vom Opfer eigentlich stellen, was ich sehr verstehe. Ja, und ich finde es eh, als Grundlage finde ich es eh schwierig. Der Zucker hat mal eine gute Nummer über das gemacht, oder? Wo man so sagt, wenn in anderen Briefen auch müsstest Live-Interviews geben, nachdem du was auch immer gemacht hast. Oder? Und gerade eben so etwas Emotionales wie Sport, dann in Wort zu fassen, ist ja eh eine super schwierige Aufgabe. Ja, und wie. Und oft ist dann auch noch so, wenn du für eine Mannschaftsleistung musst herstehen musst, ist es manchmal noch doppelt schwierig, oder? Wenn du den Verteidiger, den Innenverteidiger ansprichst auf die mangelnde Chancenauswertung, ist einfach schon per se etwas falsch im Interview, weil der kann dir dort nicht wirklich, er kann ja nicht seine Kollegen ins Enkel stellen und sagen, ich kann nichts dafür, wenn die vorne nichts drin machen, oder? Also es ist wie so eine undankbare Situation dann noch zusätzlich im Mannschaftssport, oder? Wenn einer muss für ein ganzes Team reden und dann muss er hochdiplomatisch sich da durchhangeln, Und das ist beim Formel-1-Ding ist das spannend, wenn dann irgendwie es ist ja ein riesen Team, aber es ist dann gleich ein Fahrer. Also es ist jetzt eine klassische Mischung von Einzelsport und trotzdem Teamsport. Oh, ja. Und irgendwie, vor ein paar Wochen ist sie mal beim Hamilton irgendwie, wo er gewonnen hat, das Team gesehen und was weiß ich, oder wir alle zusammen. Und danach hat bei einem anderen Boxenstopp hat das Team den Fehler gemacht und dann hat er ihnen die Schuld gegeben. Er hat gesagt, das Team hat den Fehler gemacht, sonst wäre ich weiter vorne gesehen und so. Ja. Es ist dann irgendwie, eben, es ist muss dann schon geigen. Und es ist noch witzig, oder, was du sagst, es ist eine Sportart, wo ganz klar der
Pilot im Vordergrund steht und die Maschinen im Hintergrund oder die Rädchen von der Maschine im Hintergrund, die müssen einfach laufen. Und die grösste Blamage ist, wenn dort einfach etwas holpert, oder? Extrem. Ja. Aber die... es gibt wahrscheinlich keinen Lieblingssport für dich. So. Nein. Aber so die grosse Faszination ist schon immer Eishockey gesehen, weil, wie du sagst, du hast es auch taktisch extrem schnell gesehen. Ja, und ich bin natürlich auch sehr nah. Weißt du, ich glaube, hätte ich damals mal gesagt, ich will im Fußball rein, hätte ich wahrscheinlich die gleiche Erlebnisse im Fußball gehabt. Aber wobei, nein, das wäre eben nicht gegangen. Ich glaube, in dieser Phase ist Hockey wirklich auch cool gewesen, weil es so krass zugänglich war. Oder du hast wirklich viele Freiheiten gehabt zum Arbeiten. Der Fußball hat das in dieser Zeit schon nicht mehr gehabt. In dem Sinn hat es, glaube ich, auch sehr viel mit dem zu tun. Du hast so viele gute Sachen können machen. Gleichzeitig merke ich natürlich schon auch, jetzt auch, als ich wieder zurück bin beim Blick, wo ich habe ja 4 Jahre gehabt beim iSports, wo wirklich viel Fokus auf Eishockey war bei mir. Und jetzt, als ich wieder zurück bin im Blick, merke ich natürlich schon, der Fußball, also der letzte Sommer, der war natürlich wahnsinnig. Und der ist ja Emotionalität eigentlich, also Nationalmannschaftsfußball ist einfach so hoch emotional, dass ich natürlich nie würde sagen, ich würde für Eishockey gehen und würde sagen, Fußball-Nazi würde ich auf der Seite lassen. Ja, das ist ja dann schon auch sehr, sehr gross und cool. Ich glaube, es ist dann auch wirklich, obwohl die Schweiz so klein ist, ist dann auch geografisch ein wahnsinniger Unterschied. Ja. Oder? Also ich komme von Basel und bei uns ist extrem, wie der FCB halt einfach alles überschattet, oder? Ja. Eishockey quasi nicht existent. Ja. Du wirst mal, also damals, jetzt ist es ein bisschen besser, aber du wirst mal irgendwie eingeladen und dann merkst du, aha, wir sind, glaube ich, die einzigen 80 in dieser Halle gefühlt, genau. Oder? Obwohl das Stadion eigentlich noch lesen wäre. Das ist ein gutes Stadion, ja. Und es ist ein super lustiger Match gesehen. Also weißt du, bist wirklich so, irgendwie am Schluss haben sie noch knapp 2-1 gewonnen. Siehst du, das weiß ich zum Beispiel jetzt nicht. Und du bist so, geil. Gegen Olten. Sehr schön. Und, und zum Beispiel Nationalmannschaft ist zu Basel auch nie ganz so extrem, weil eben der Club so groß ist. Stark ist, ja. Hast so, klar, du hast dann auf so die grossen eben, so Euro, WM. Nehmen wir auch, gell? Nehmen wir. Ja, ja. Aber dort ist dann halt wirklich so, je nachdem, wo du hingehst, hast du einfach irgendwie 500 Italiener rein und nehmen anders, sind dann einfach alle für Brasilien oder was, weißt du so? Ja. Und die Schweizer Nazi habe ich dann gemerkt, als ich dann so ein bisschen mehr in der Schweiz gesehen bin, schaust mal ein Match in Luzern von der Schweizer Nazi. Schaust mal ein Match auch schon in Zürich, an gewissen Orten. Oder? Da habe ich dann gemerkt, das ist... Das ist ein bisschen mehr als Ereignis. Yeah. Ja, das ist sehr regional unterschiedlich, das stimmt, total. Und ich weiss zum Beispiel, für uns zum Beispiel weiss ich nie, warum es nicht geschafft haben, einen Zugang zum Eishockey zu finden. Mhm. In Basel meinst du? Ja. Wahrscheinlich hat sich wie in jüngster Zeit nie mehr so eine grosse Ära können entwickeln. Und in dieser Phase, wo es möglich gewesen wäre, ist der Fußball so krass dominant gewesen. Oder? Ja. Dann schaffst du es wie nicht. Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Weil, ich meine, die Sportart an sich finde ich geil. Ja. So, mir geht es leider zu schnell. Ja. Also. Hockey hat natürlich gewisse Probleme, oder? Eben einerseits, es ist nicht so einfach zum Schauen, oder? Ich meine, der Fußball, darum ist die Sportart auch so gross geworden auf der Welt, wegen dieser Einfachheit. Es ist so einfach verständlich. Ja. Es gibt wirklich keine Zweifel, da kann jeder mitschauen und Public Viewing ist total simpel. Public Viewing im Eishockey ist ja schon sehr komplex, weil du x Entscheidungen hast, die du musst nachfragen und nicht sicher weißt, warum jetzt. Und dann hast du noch ein bisschen mehr Mühe, Figuren zu kreieren, oder? Der Helm eigentlich. Genau. Der ist wirklich, wenn wir wieder beim Ding sind, dass es eine Unterhaltungsindustrie ist, dann willst du einfach Figuren sehen und Gesichter sehen. Und du hast einfach immer eine Scheibe, die dazwischen ist, also ein Visier, das dazwischen ist, ein Helm, der dir einen gewissen Einblick wegnimmt. Das ist ein bisschen fies beim Hockey. Ja, was ich gemerkt habe, auch dort beim Nordamerikanischen, um das halt eben zu verstärken und das Entertaining machen, dort gibt es ja nicht nur die Interviews nach dem Match, sondern es gibt die während dem Match. Ja, grossartig.
Das, da haben wir uns gedacht, in der Schweiz kannst du das wahrscheinlich nicht machen. Wir haben das eine Zeit lang gemacht bei MySports, ja. Ja. Und das war sehr cool gewesen, aber du hast dann dort schon gemerkt, das hat dann so eine gewisse Fallhöhe. Also wir haben dort wirklich gemerkt, wir müssen vorher die Leute avisieren und ihnen sagen, Achtung, wir kommen dann. Weil dort hat es dann gewisse, die das nicht herbringen. Also da gibt es einfach Spieler, die sagen, hey, sorry, du kannst alles mit mir machen, komm einfach ja nicht während dem laufenden Match. Und das ist natürlich auch immer so, es wird dann irgendwann eine Gratwanderung von, wann wirst du zu einem Störfaktor. Ich musste das selber ein paar Mal machen und du hangelst dich dann so hinter der Bank rum, wo du eigentlich nicht hergehörst. Du musst immer schauen, dass du niemandem auf den Geist gehst. Dann hast du irgendwie den Materialchef, der gerade am neuen Tüchli verteilen ist. Dann kommst du dem wegen. Es war immer so ein bisschen ein Eiertanz gewesen, ehrlich gesagt, dort, diese Rolle zu haben. Aber spannend ist es natürlich allemal. Und die Amis gehen natürlich wie, die tun weit die Grenzen ausloten, wie viel Kommerzialisierung und Unterhaltungselement mag es leiden, bis es dann zu viel ist, oder? Mhm. Sie haben natürlich auch wahnsinnig starke Ligen, die einfach wirklich dem vorgeben, so läuft es bei uns und ihr habt alle zu spuren, oder? Bei uns bist du immer noch auf recht viel Goodwill angewiesen. Ein Trainer sagt, ja, mache ich, der andere sagt, nein. Yeah. In den USA ist das einfach vertraglich festgeschrieben und dann gibt es nicht, ich will oder ich will nicht. Es ist einfach so. Ja, sonst wird einfach gemacht, oder? Ja. Gut, also zum Beispiel beim Basketball ist es dann also irgendwie einfach, ja, wir sind ein bisschen schlecht gesehen. Ja, genau. Wir probieren es jetzt besser zu machen im dritten, vierten. Und ich kann es eben gleich gerne, weil ich gerne einfach schnell in das Gesicht hineinschaue. Yeah. Auch wenn es manchmal dann wirklich nur so eben zwei Halbsätze sind und ein bisschen eine Allerweltsgeschichte. Ich kann es irgendwie gleich noch gerne. Fühlst du dich oft als Störfaktor nehmen, wenn du dann irgendwie musst? Ich versuche es immer so elegant wie möglich zu machen. Aber was ich merke, was ich wertvoller finde, wenn wir jetzt gerade bei diesen schwierigen Momenten sind, du hast es sowohl im Basketball als auch im Handball zum Teil sehr eindrücklich, wo sie einfach reingehen mit einem Mikrofon und du kannst Coaches-Ansprache eigentlich mitverfolgen. Yeah. Ich meine, das ist dann einfach richtig cool, oder? Weil dann erlebst du wieder etwas, oder? Da ist dann, das Interview ist dann schon total gestaged, oder? Da schaut dann die Kamera und zeigt irgendetwas nicht. Aber der Moment, wo sie wirklich dann zusammenstehen, das sind dann schon so eher Gänsehaut-Momente. Und das zelebriert sie dann im Basketball eigentlich recht cool, oder? Auch im Handball. Das finde ich beim Kampfsport finde ich das super. Ah ja, natürlich. MMA zwischen den Runden, wenn Coach Betreuer kommen. Ja. Und entweder irgendwie. Das Taktische finde ich aber meistens auch nicht so spannend, sondern wenn es dann emotional wird. Genau. Weißt du, wenn du merkst, jetzt müssen sie den Fighter oder die Fighterin motivieren. Ja. Oder? Oder du sagst jetzt MMA, ich meine, Girling. Hat denn früher jemand, wir müssen gar nicht so weit gehen. Wir können, Girling, wer hat denn früher bei Olympischen Spielen gerne Girling geschaut? Angefangen hat die wirkliche Faszination für Girling. Ab dann, wo die Mikrofons gedreht haben, die haben ja manchmal gestritten. Ich meine, das war Gold, oder? Das war wirklich Gold. Das stimmt. Weil ein Kollege und ich, wir haben vor allem früher, wo wir halt erst noch Student waren, ich habe einfach alles geschaut. Da haben wir wirklich, da haben wir zum Teil umgezappt und dann haben wir uns nicht mehr gespürt bei Sportarten, wo wir nichts damit zu tun haben und nicht einmal einen Bezug dazu haben. Ja. Also weißt du, wirklich so, eben, weißt, wenn dann irgendwie Olympische Spiele, was weiß ich für Disziplinen. Dressurreiten. Gewicht heben. Ja. Weißt du, einfach so. Oh! Und dann einfach Curling ist das so, du hast zum Teil gar nicht gecheckt, wer jetzt rot, wer blau ist. Oder was. Aber es ist einfach so, oh, der Stein fliegt weg. Uiuiui. Ui, ui. Stimmt, Curling. Das habe ich schon lange geschaut, Curling. Ja. Nächsten Februar sind Winterspiele in Peking, da kannst du dann wieder schauen. Werden die stattfinden? Ich glaube, es werden vielleicht noch mal ein bisschen schwieriges Spiel. Yeah. Sie haben jetzt gerade so ein bisschen Direktiven rausgegeben, dass wirklich wieder recht abgeschottet werden stattfinden. Ja, also eine Bubble-mäßiges Ding. Ja, und es ist für uns als Medien ist es nicht so einfach. Es ist völlig sekundär, was wir für ein Grundgefühl haben. Aber es ist schwierig zum Schaffen, oder? Wir sind jetzt vor allem beim Blick natürlich so fest auf dieser Schiene. Hey, komm, wir gehen doch noch mit dem Athlet XY zu der Mauer und machen dort noch etwas Schönes oder so. Und all die menschlichen Sachen kannst du nicht machen, weil du eigentlich fast keine Berührungspunkte mit den Athleten hast. Jetzt mal schauen. Aber ich glaube, die findet schon. Ja. Das habe ich auch bei den Sommerspielen, das habe ich mal sogar im Podcast erwähnt, das habe ich richtig krass gefunden. Ja. Wo du denkst, eben das, die Berührungspunkte, die haben ja nicht einmal die Athleten und Athletinnen untereinander können haben. Nein. So. Und dann denkst du so,
Ja, für mich ist es immer so gesehen, klar, einerseits würdest du gerne eine Medaille holen, ja. Aber wenn jetzt realistischerweise keine in Sicht ist, ja. Dann willst du doch einfach in dem Olympiadorf, willst du doch einfach Gas geben. Ach so, eine Welt. Ja, natürlich. Ja, das stimmt. Aber ich habe so gedacht, ist noch bitter. Ich glaube, für die, die die ersten Spiele waren, die kennen ja nichts anders. Mhm. Nichts anders. Und die sind wahrscheinlich trotzdem geflasht und so. Aber jemand, der schon mal war, und dann kommt er an dieses Spiel da in Tokio, wo dann einfach wirklich ja, schon sehr alles wahnsinnig distanziert ist und schwierig. Mhm. Das ist schon echt schade für ein Athletenleben. So viele Möglichkeiten hast du ja dann nicht. Ja, und bei der WM, bei der Euro ist das natürlich irgendwie auch absurd gewesen, weil irgendwie, dort spielen sie in einem leeren Stadion, dort ist halbe Kapazität, dort ist Bums voll. So, wenn man so denkt, das hat irgendwie so kein... Ja, es ist noch lustig, oder? Die Euro, das war eine nette Idee, gewesen, oder? Komm, wir machen das mal so. Machen es in allen Ländern. Ja, und genau in diesem Pandemiejahr ist es echt die dümmste mögliche Ausgangslage, gewesen, oder? Ja, das war eine schwierige Sache. Gewesen. Und gut, es ist eigentlich nicht groß anders gewesen wie die Champions League, weil das hast du sicher auch gesehen, einmal, ich habe so eine Karte gesehen, weiß nicht, ob du die findest, Christoph, such dir mal, wo du gesehen hast, wie Covid-Reisebestimmungen umgangen worden sind, damit man trotzdem dort spielen kann. Ja. Und dann siehst du einfach die absurdesten Reise- und Flugwege von einem Ort zum nächsten, damit Match XY dort kann stattfinden. Also die Reisebüros, die haben richtig fit müssen sein. Also das ist echt, früher war es total simpel gewesen, sich eine Reise zusammenzustellen und jetzt, in solchen Momenten, da wärst du völlig ahnungslos, oder? Von heute auf morgen ändert wieder alles. Ja, und dann braucht es Fantasie, dass du noch die Champions League durchführen kannst. Genau. Und es hat also ein bisschen die Politisierung, die überall stattfindet, die hast du bei so Sachen wieder gemerkt. Mhm. Also halt irgendwie, es wird dann halt wirklich deutlicher sichtbar, oder? Weil eben dann irgendwie England sagt, wir machen eigentlich nicht mehr, also ich weiss nicht wie viel Tausend. Ja. So, danach heisst es, wenn die VIPs aber nicht kommen können. Und danach wird auf einmal ein Spezialevent daraus gemacht und dann geht es gleich. Ja, ja. Aber dann merkst du, auch was für eine Bedeutung, dass der Sport in der Gesellschaft hat, oder? Yeah. Wenn dann so Wege gesucht werden, um es irgendwie möglich zu machen, das heisst dann doch, der Sport ist etwas relevant. Ja. Was ich krass gefunden habe, ist bei Olympia gesehen, die Kunstturnerin Simone Biles. Genau, Simone Biles. Ja. Wo gesagt hat, ich fühle mich halt einfach nicht so. Mhm. Das war eigentlich keine Aussage. Ja. Psychisch bin ich irgendwie nicht ganz da. Und das ist dann auch auf einmal sehr schnell politisch geworden. Es ist wirklich so gesehen, entweder oder. Ja. So, ich verstand sie. Oder, Team Biles oder nicht Team Biles. Also die hat alle im Stich gelassen. Ja. Verräterin. Also weißt du, es wird dann so extrem, mega schnell. Also ich bin dort jetzt völlig ein Mensch, wenn ich das beurteile und nicht primär Sportjournalist. Ja. Aber ich habe das schon noch eindrücklich gefunden und wahnsinnig gut, dass die das gesagt hat, weil ich finde gerade so ein Phänomen Biles, ich habe eine kleine Tochter, und wenn ich denke, dass sie einer Biles zuschaut, wie die da so die Wettkämpfe durchtatscht und einfach immer und strahlt und dann wieder ein Zähne herleitet und dann noch etwas Verrücktes macht und dann noch stärker ist und. Das ist so surreal, was die gemacht hat, oder? Yeah. Und so das völlig menschliche, ich kann nicht mehr, ich mag nicht, ich muss schauen, wie jetzt das weitergeht, ich weiß gerade nicht. Yeah. Das habe ich sehr wohltuend gefunden. Weißt du, das ganze Heroisieren von Figuren, das ist ja, ich wiederhole mich ein bisschen, aber das ist etwas, was wir eben so gerne haben und auch so zelebrieren. Aber es hat natürlich etwas wahnsinnig Gefährliches, weil du eigentlich dann immer, wenn das Vorbilder sind für die Leute, dann meinen die, ja, so wie Simone Biles das geht. Einfach wirklich einfach nur immer top und immer smiling und jeden Tag ist ein Top-Leistungstag. Ich finde das sehr wohltuend, wenn mal, also, und es hat ja dann auch so, jetzt, ich glaube, sie war nicht einmal die Erste gewesen, es hat nach ihr dann einen Haufen gehabt, wo ähnliche, ist ja verrückterweise, wird es ein Geständnis genannt, oder? Wo ähnlich sich geöffnet haben und gesagt haben, hey, mir geht es dann im Fall auch nicht immer gut. Und ich glaube, das ist schaurig wichtig.
Ja, ich glaube, dort kommt, schließt er auch den Kreis eben zu dem Abgeschliffenen. Ach, völlig, es muss doch Menschen werden. Genau, ja. Wo oft so, ja, man performt. Ja. Und es ist ein bisschen der neuen Zeit geschuldet, wo halt irgendwie auch eben klar selber ausgesucht wird, was man an der Öffentlichkeit tut, genau. Über Social Media, ja. und das Vorgaukeln. Ja. Hat irgendwann einen Peak erreicht, ja, wo es dann eben wahrscheinlich das braucht, dass man mal sagt, hey, übrigens. Ja. Dass man es dann muss Geständnis nennen. Ja. Hast du etwas gefunden, Christoph? Es ist vorhin so aufgepoppt. Ja. Das Champions League gesehen, hä? Hast du das jetzt gerade selber gezeichnet? Cool. Das ist es genau, sehr cool. Das ist krass, oder? Ja, das braucht Fantasie. Da muss man sich zu helfen wissen. Ja, definitiv. Aha. Ja. Nein, aber eben wegen dem Geschliffenen, das ist schon ein bisschen ein Problem, was ich ja, aber andererseits ist es auch nicht nur ein sportspezifisches Problem, oder? Mich nerven auch all die Manager, die sagen, ich schlafe 4 Stunden und ich brauche eben nicht mehr und so. Weißt du, das, ich bin ein super Performer. Eine Zeit lang habe ich mir wie so zum Spass gemacht. Und immer wenn die Leute gefragt haben, wie geht's, habe ich gesagt, super, ich habe gerade auch wenig zu tun und bin einfach so richtig am geniessen. Yeah. Es gibt nichts Irritierendes, was du kannst sagen als das, weil dann weiss man gar nicht mehr, wie man soll. Es ist völlig so, aha, also wie jetzt, also im Ernst. Yeah. Und es ist total lustig, einfach mal auszuchecken, was passiert, wenn du das den Leuten einfach immer um die Ohren haust, weil der Standardsatz, ja, ist gerade viel, aber es geht. Und es ist so, wir sind so gern im Dauerstress, oder? Ja. Yeah. Und eben, wir sind so gern Hochleistungsmenschen. Und das finde ich so, ja, es macht einem ein bisschen Mühe. Und es ist so, eben, wenn einer behauptet, 4 Stunden Schlaf langt ihm, gratulieren, wenn es wirklich so ist. Aber schauen wir dann, wie er aussieht, wenn er das noch ein paar Jahre so weitermacht. Ja, und vor allem, ich habe mich ab und zu ertappt, dass wenn ich eben effektiv viel zu tun habe, Stress und so, habe ich dann immer gemerkt, dass ich sehr bewusst Wort noch erwähne, dass es nicht schlimm ist. Mhm. Also weißt du, dass ich Freude habe und dass es gut ist, oder? Ja. Weil es kann dann sehr schnell so einen Nörgelfaktor kriegen, was ich überhaupt nicht so empfinde. Ja. Ich finde es ja großartig, wenn ich in meinem Job, wo schon ein bisschen davon abhängt, wie viel ich auftritt. Du musst ja ein bisschen viel haben, sonst wäre nicht gut. Ja, genau. Bin ich mega happy darüber. Ja. Oder? Und wenn ich's geschafft habe, dass ich dort auftreten kann und wenn wir hier eine Show selber organisieren, dann bedeutet das vielleicht ein bisschen mehr zu tun. Mhm. Ja, aber ich muss, also eben, Stress ist dann eigentlich schon das falsche Wort. Sagen, viel zu tun, aber es macht Freude. So, oder? Und ab und zu auch sagen, wenn es nicht so ist. Ja. Sensationell. Ja, glaube ich. Wenn die Leute mir sagen, oh, bist du braun? Ich bin Komiker. Also, im Sommer habe ich effektiv nicht so viel zu tun. Ja. Dann kannst du mal in die Sonne gehen. Lüss es doch. Ja, logisch. Ja. Logisch. Du hast, gut, es ist auch schon ein bisschen länger her jetzt im Gespräch, aber du hast erwähnt, weißt, von der Schweiz und Bekanntheit in der Schweiz etc. Bei dir ist das ja dann ab dem Moment, wo du beim SRF auf dem Bildschirm gekommen bist, hat es ja schlagartig geändert. Mhm. So. Und in einem Entertainment-Bereich kann ich mir vorstellen, dass man sich ein bisschen sucht. Mhm. Also ich kenne viele Leute, die moderieren, weil sie halt eben wollen, dass man ein bisschen Zustimmung kriegt und erkannt werden und so weiter und so fort. Ich habe das Gefühl, du bist immer recht locker mit dem Umgang. Im Sinn von, also es hat dich nie groß gestresst, außer ich habe das falsch irgendwie empfunden, aber du hast es irgendwie nie groß gestresst und du hast das irgendwie auch gesund können handeln, im Sinn von, es ist dann nicht, hallo, da bin ich jetzt. Nein, das habe ich zum Glück nie gehabt, aber die Versuchung ist natürlich latent da. Du weißt auch, wie SRF funktioniert. Manchmal hat man, wenn man bei SRF schafft, oder ich sage das jetzt von mir,
ich habe wirklich dort schon ein bisschen das Gefühl gehabt, die Welt dreht sich um uns. Oder man hat so ein Selbstverständnis, dass das SRF wichtig ist und dann kann man schnell mal reingehen und rückschliessen, dass mir selber schaurig wichtig ist. Und mir ist es zum Glück nie passiert. Ich habe immer eben so ein bisschen, wie du sagst, einen lockeren Umgang gehabt mit dem. Ich habe es immer noch lustig gefunden. Ich habe auch gerne Leute und ich rede auch gerne mit den Leuten. Entsprechend habe ich das gut können handeln. Was bei mir passiert ist, ich habe mich eine Zeit lang dann ein bisschen angefangen, es klingt jetzt wirklich lustig, ab meinen eigenen Interviews langweilen. Also, weißt, du hast ja dann immer wieder bei irgendwelchen Gelegenheiten, musst du wieder mal Interviews geben und so. Und dann habe ich ja auch gemerkt, ich kann als SRF-Angestellter, was ich gewesen bin, kannst du nicht, weiss ich, was raushauen. Das geht einfach nicht. Du musst bis zu einem gewissen Mass politisch korrekt sein oder eben nicht politisch sein. Oder? Politische Themen hat man ganz weit müssen umgehen und so. Und ich habe das dann nachher wahnsinnig befreiend gefunden, als ich raus bin bei SRF, dass ich mehr habe können so reden konnte, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und ich bin dann wie automatisch auch ein bisschen politischer geworden in der Wahrnehmung der Leute. Oder? Ich glaube, in dieser Phase, als ich bei SRF war, hat man einfach, das ist ja auch noch vielsagend, oder? Ich war einfach die gewesen mit den lustigen Frisuren. Aber faktisch habe ich einfach sehr eine normale Frisur. Ich bin einfach die Einzige gewesen, wo, also nebst der Susle Kunz eigentlich, oder? Wo ein bisschen anders ausgesehen hat und darum ist das immer aufgefallen. Aber faktisch ist meine Frisur eigentlich nie schaurig spektakulär gewesen. Aber das ist so wie zu der Marke geworden und ansonsten hat man mich, glaube ich, als relativ belanglos wahrgenommen. Und ich habe es jetzt eigentlich nur lustig gefunden, dass ich jetzt, seit ich das bei SRF, wie ich ein bisschen mehr habe können sagen, was ich denke und ein bisschen mehr ein Profil habe können bekommen. Das ist vielleicht auch ein bisschen eine Altersfrage. Wahrscheinlich habe ich früher auch nicht viel zu sagen gehabt. Und jetzt werde ich manchmal gefragt zu so Gleichstellungsthemen und so. Und ich sage noch so gerne etwas, weil ich finde, wenn ich kann, die Stimme erheben für Sachen, die ich finde, laufen bei uns nicht so gut, dann mache ich das noch so gerne, weil ich da irgendwie kann multiplizieren, was jetzt irgendwie Frau so und so meine Nachbarin nicht kann. Ich weiß es nicht. Gut, was geil ist, ist, dass du ja dann zu denen bist, die früher immer über deine Frisur geschrieben haben. Ja, sag nicht genau. Das ist einfach die beste Möglichkeit, um sicher sein vor ihnen, ist einfach zu ihnen arbeiten zu gehen. Das ist super. Du bist der Erste, der herausgefunden hat, dass es meine Taktik war. Ich hatte es einfach satt, immer dran zu kommen. Stimmt, wenn du drinnen bist, dann kann nicht mehr nach innen geschossen werden. Bist so safe. Das stimmt natürlich. Aber ich glaube, es ist sicher auch im Job geschuldet gewesen, dass eben, du hast... Ich habe das Gefühl, bei zum Beispiel der Sportlounge, den du mal erwähnt hast, dort hast du eher noch einen eigenen Touch können reinbringen. Ja. Das habe ich zum Beispiel, eben, wenn mich Sportart und Mensch null interessiert hat, habe ich es trotzdem ganz geschaut. Ja. So, weil einfach irgendwie eben... das Menschliche wieder vorgekommen ist und man ein Gespür gekriegt hat, das ist ja dann einfach, es geht dann mehr um eine Personalie und wie die Personalie sich durchs Leben navigiert, oder? Ja, genau. Anhand vom Sport, aber... Wo du vielleicht auch etwas kannst rausnehmen für dein Leben. Und weißt du, ich glaube, was der Hauptunterschied ist, und das lebst du natürlich mit Podcasts extrem, es ist eben dort Gespräche und weniger Interviews. Ich glaube, du hast allgemein im Fernsehen, so wie wir jetzt gerade Fernsehen machen, hast du sehr wenig Raum. Es haben ja alle Angst vor langen Gesprächssendungen, weil ja dann die Quote runtergeht. Oder? Durch das hat man eigentlich nur noch Interviews gemacht. Also Frage, Antwort, Frage, Antwort. Und spannend ist ja, warum die Leute, glaube ich, deinen Podcast hören, ist, weil sie wollen wie Teil sein von einer Gesprächsrunde. Oder? Und ich glaube, Gespräch ist einfach viel spannender als Interview. Hundertprozentig. Also das ist auch mein persönliches Empfinden. Und das ist auch genau die Idee gewesen, dass man effektiv Gespräche feiert. Oder? Und eben dann ist auch völlig klar, dass man sich selber mehr einbringt. Ja. Und es passieren dann auch andere Sachen, weil man halt eben mit persönlichen Erfahrungen und auch persönlichen Ansichten irgendwie eben in einen Dialog findet. Mhm. So, oder? Und ich glaube, es ist im Job so ferngeschuldet gewesen, dass wenn du halt einfach musst, ein Interview führen nach einem Match, wenn du musst einen Bericht ansagen, was weiß ich, dann kannst du die gar nicht so gross einbringen. Ja. Und wenn du dann auf einer anderen Plattform auf einmal deine Meinung kundtust, dann kann das eben auch wieder als störend empfunden werden. Ja, genau. Oder? Ja, genau. Was ich natürlich nicht finde. Ja. Also ich finde auch spannend, wenn wir wieder bei den Nordamerikanern sind, finde ich auch spannend, wie grundsätzlich
Journalisten, egal von welchem Bereich, auch News-Journalisten und so, die haben auch ein Profil. Ja, genau. Ne? Die sind auch in Talkshows. Ja, genau. Und dann müssen sie nicht mega lustig sein, so, mhm. aber sie sind spürbar. Ja, genau. Oder? Und bei ja, uns und kommt sie das langsam ein bisschen. Und sie tun auch viel mehr ihre eigene Marke kreieren, oder? Mhm. Und das finde ich etwas, was bei uns immer ganz schnell in einem falschen Ecke landet, oder? Wenn jemand sich selber positioniert, oder eben jetzt bei LinkedIn-Profil fällt mir das auf, oder? Wie dort die Leute sich positionieren. Und bei uns bist du auch schnell in einer Ecke so, oh, was macht denn jetzt der? Und ich finde, da müssen wir schaurig aufpassen. Weil im Endeffekt, glaube ich, auf dem Arbeitsmarkt ist es total zentral, dass man weiss, wer man da holt. Zumindest in sehr vielen Branchen, mhm. oder? Sicher gibt es Branchen, wo man einfach will, möglichst einen, der nicht aufmuckst und für 17.80 Franken kommt. Und, yeah. Und ruhig ist. Völlig klar. Aber in gewissen Jobs, gerade als Journalist, willst du ja unbedingt, du willst wissen, was hat der für eine Haltung, wie ist dem seine Schreibe, was ist seine Positionierung? Oder auch in ganz vielen anderen Bereichen. Zum Beispiel, wenn jemand im Marketing arbeitet, mhm. dann willst du doch wissen, wer komme ich da über? Hat der noch Leidenschaften neben dem Job? Und dort finde ich, müssen wir eigentlich besser werden. Bei uns kommst du immer schnell in eine falsche Ecke, ja, so einen Selbstdarsteller und so. Und ich finde, yeah. ja, klar, gibt es die selbstdarstellerisch sind. Die fallen irgendwann auf die Nase und die werden dann ausgesiebelt. Aber dass man sich positioniert, finde ich im Grundsatz nichts Schlechtes. Und dort müsste man, glaube ich, wie ein bisschen dem Ganzen mehr Raum geben. Auch, dass man selber seine Erfolge auflistet auf LinkedIn. Und zwar nicht, wenn man irgendwie, ich weiß auch nicht, 3 Reihen gerade ausgelismet hat, muss man es nicht auf LinkedIn positionieren. Aber wenn verdammt nochmal einer 2 Masterabschlüsse hat, dann wäre er blöd. Er würde ja nicht darauf erwähnen. Oder wenn er noch irgendwie für eine Arbeit eine Auszeichnung bekommen hat. Ja, bitteschön. Oder? Mhm. Wir sind manchmal so vor lauter, oh, wir wollen nicht auffallen und so, sind wir dann manchmal ein bisschen zu fest auf dieser Tour, dass wir so ein bisschen unser Licht unter den Scheffel stellen. Das finde ich schon schade. Ja, das habe ich für mich persönlich, vor ein paar Jahren habe ich das irgendwann entschieden, lustigerweise ist dann auch sehr viel in der Karriere passiert, mhm. wo ich für mich entschieden habe, keine falsche Bescheidenheit mehr. Ja. Nicht Was war der Punkt, warum du gesagt hast, ich mache jetzt das? Gut, eine Weltreise. Ja. Und ein bisschen. Es war eine Kombination und es waren 2 Sportler. Mhm. Damals der Conor McGregor, ja. wo so das Extreme on the Rise war. Mhm. Und wo ich so wie gemerkt habe, es hat etwas damit zu tun, was man nach Hause gibt, wird dann halt eben auch so wahrgenommen. Und auch, ja, eben, das eben zum Beispiel, wenn es läuft, dass man dann eben auch sagt, es läuft. Ja. Oder? Und nicht, ja, ist okay und so ja. Sachen. Ja. Es läuft, dann sagen die Leute, ah, dann läuft es. Cool. So, aber nicht übertrieben. Ja. Und der zweite ist der Roger Federer. Mhm. Wo ich so gemerkt habe, er hat bei Interviews, wenn er gut gespielt hat, hat er auch gesagt, dass er gut gespielt hat. Aber nicht arrogant, nicht ich bin der beste Tennisspieler aller Zeiten, sondern ja, also vor allem im ersten Satz ist es eben super gelaufen und jeden Aufschlag ist eigentlich durchgekommen und das hat mir Motivation gegeben und durch das mit der Zeit hat sich dann angefühlt, das war alles super locker. Ja. Weißt du, wo du halt eben so ein bisschen die Psychologie dahinter kundgibst, oder? Ja. Weil auch dort, wie du auch sagst, wenn man den schrecklichen Rückpass macht, kannst du nicht erklären, warum das passiert ist, sondern es ist halt einfach passiert. Oder? Aber genauso wie du dann kannst sagen, es ist mir im ersten Satz wahnsinnig gut gelaufen, kannst du dann auch sagen, und nachher ist etwas komisch passiert, ich habe jetzt keinen Service mehr hergebracht. Dann kannst du dann eben auch das sagen. Und ich glaube, die Echtheit oder die Ehrlichkeit, die bringt es total. Ja, und dort habe ich dann wirklich gemerkt, ich bin so klassisch schweizerisch, bin ich so ein bisschen im Grundgedanken gefangen gesehen. Man muss alles ein bisschen abspielen. Immer. Darum falsche Bescheidenheit. Ja, oder? Ja. Aber das nervt mich ehrlich gesagt manchmal auch, um jetzt den Federer gerade noch aufzunehmen. Wenn wir über den Federer reden, sagen auch viele Leute immer, ich finde das ganz toll. Er ist auch so am Boden geblieben und bescheiden. Ja, muss es dann immer so bescheiden sein? Ja, oder? Das ist so, das ist für uns ist das die Krönung
wenn man einen wirklich gut findet, er ist so bescheiden, ja, oder? Ich finde, am Boden bleiben gut, bescheiden muss man eben nicht unbedingt Nein, sein. Überhaupt nicht. Ja. Und ich finde, was wahnsinnig ist, oder? Eben wie anständig und wohlerzogen er ist, oder? In all dem, was er macht, wenn er auf ein Set kommt, sagt er allen Hoi, stellt sich manchmal lustigerweise noch vor, was ich sehr witzig finde. Aber das ist so das Geerdete, glaube ich. Mhm. Aber ansonsten Bescheidenheit finde ich nicht unbedingt eine Tugend, die uns zu sehr viel führt oder die uns sehr weit bringt. Im Gegenteil, wir müssen doch wissen, was wir können. Und ich finde, wir müssen das als Schweiz wissen, als Gesellschaft wissen. Und jeder muss es für sich als Mensch wissen. Mir vereinfacht das wahnsinnig viel, wenn ich weiss, darin bin ich gut. Yeah. Und zwar richtig gut. Dafür da. Das ist nicht für mich. Aber das ist doch... Yeah, yeah. Es macht vieles einfacher, ja, oder? Das hat mir auch immer geholfen, sich eben auch bewusst zu sein, was man nicht kann. Ja. So, also ja, weißt du, auch dort, das hätte dann auch nichts mit Bescheidenheit zu tun, wenn man weiss, das kann ich, ja, ist man nicht bescheiden, weil man muss sich eben, genau wie du sagst, auch klar sein, hey, das kann ich nicht, ja, und das kann ich nicht. Ja. Und es ist auch okay, dass ich das nicht kann. Lieber macht das jemand, der es kann. Ja. Und ich mache das, was ich kann, oder? Und so kommst du weiter. Ja, genau. Als wenn du sagst, ich mache alles. Ja, ja, genau, ich mache alles. Ich kann alles. Ja. Ja. Und du hast vorhin noch etwas Wichtiges gesagt, oder? Wenn du dann die Ausstrahlung hast von mir läuft es gut, ich bin positiv, ist das schon auch das Self-Fulfilling Prophecy-Ding, oder? Dass du einfach wirklich ab dann geht dir dann auch vieles zu. Ich glaube ganz fest daran, dass wenn du eine gute, positive Grundhaltung hast, dass dich das Glück findet, zum Zürich-West zu zitieren. Aber, für die noch nicht eingeschlafen sind. Komm, wir machen schnell die ruhige Stimme. Komm, wir machen schnell eine Sequenz mit ruhiger Stimme. Zum schnell am Schluss. Für die zwei, die noch wach sind. Die zwei, die noch wach sind, können jetzt dann langsam aber sicher. Genau. Wir nehmen euch jetzt mit ins Land der Träume. Es hilft nicht, dass du lachst, Christoph. Es hilft nicht. Nein, man muss mich eh langsam aufhören. Deine Augen werden langsam schwer. Yes, jetzt ist der Joeli geschlafen. Nein, man muss nicht langsam aufhören. Ach wirklich? Schon? Ja. Jetzt haben wir eine Viertelstunde gemacht und du willst schon abbrechen. Hat sich das angefühlt wie eine Viertelstunde? Also der Bildschirm ist zwar ab mittlerweile, aber wir haben schon über eine gute Stunde. Wirklich? Eine Stunde 15. Und du hast nachher wieder mal ein Telefontermin. Zum Glück muss ich das nicht hören. Ich habe es sehr spannend gefunden. Sehr. Und ich habe lustigerweise gar nicht so gewusst, wie sportbegeistert du bist. Echt sehr peinlich. Aber, ja. Ah, es ist ich poste halt nicht die ganze Zeit, hey, let's go, Maestro. Ja, genau. Ja, aber eben, ich schaue viel Federer. Ja. Und MMA schaue ich alles und Formel 1 schaue ich. Fußball schaue ich ehrlicherweise gerne Zusammenfassungen. Ja, Kurzfutter, das ist... Ja. Also so, außer die Meisterschaftsentscheidungen, Champions League, natürlich. Finals. Natürlich, klar, und ich bin eben, logischerweise bin ich FCB-Fan und ja, Meisterschaften, Schweizer Nazi, habe ich zum Beispiel eben selber nicht gewusst, dass es mich so nimmt, ja, wenn man gegen Frankreich im Penalty-Schießen gewinnt. Aber Fußball, das habe ich ja mit dem Benny Hucki besprochen, Fußball, wenn du nicht für ein Team bist, ist zum Teil schon sehr lang. Es ist eine sehr träge Angelegenheit. Ja, da kann man wahnsinnig viele Sachen erledigen nebenbei. Genau. Ja. Und American Football und Basketball und eben, dass wir wieder bei den Ami-Sportarten sind, ist okay, eben, wo ich halt gar keinen Bezug habe. Ja. Aber live, ja, mega geil. Ja. Finde ich dann schon spannender. Ja. Ja, also definitiv. Ein Fußballmatch schauen, wo du hey, kannst schauen und der Club ist nicht meine. Wird manchmal ein härter. Ja, das ist dann ein bisschen eine trage Sache. So. Ja. Aber den Sport finde ich schon geil. Cool. Jetzt zum Abschluss. Ich stelle, du hast nicht bis zum Schluss gelost. Steht jetzt kein oder ich. Genau. Ich stelle am Schluss immer eine Frage, nämlich was du eigentlich machst, um dich gut zu fühlen. Ich sage jetzt mal, ich habe das Glück, dass ich ohnehin so geerbt von meiner Mami ein sehr optimistischer, positiver Mensch bin. Und wenn ich das ist mal... Das geerbt? Ich glaube, das ist ein bisschen erblich. Ja, hast du nie mehr daran arbeiten? Das habe ich im Fall erst gelernt,
irgendwann so nach den 30ern ist ja dann ein bisschen die Leichtigkeit, kommt wie ein bisschen der Ernst vom Leben. Und dann habe ich es lernen und ich habe das Gefühl gehabt, es ist mir fast schwer gefallen, weil ich so lange einfach so durchgewirbelt bin, ohne dass irgendetwas war. Und dann habe ich wirklich angefangen, mit positiven Punkten zu arbeiten. Was ist alles gut? Weil das Problem, wenn du dich schlecht fühlst, ist eigentlich nur, dass dein Fokus am falschen Ort liegt. Ja. Wenn du nur dort herglotzt, wo gerade in der Tat etwas nicht gut ist und du vergisst, dass da alles wunderbar ist, dann musst du einfach wieder den Fokus einstellen. Mhm. Und das habe ich so gelernt. Wirklich einfach mit in Gedanken Punkte durchgehen, die gut sind. Und du findest immer ganz viel. Extrem, ja. Und machst du das dann bewusst, wenn du eben mal irgendwie das Gefühl hast, jetzt muss ich mich gut fühlen? Ja. Dann hockst du an und schreibst den Punkt auf. Ja, genau. Ja. Das mache ich wirklich. Und es ist immer verblüffend, wie viele Sachen das gut sind. Ja. Wenn man meint, es sei so ein übler Tag, machst du mal Buchhaltung. Das ist vielleicht tatsächlich zwei, die jetzt gerade ein bisschen knäckig sind. Mhm. Und dann findest du aber 10, wo du musst sagen, wow. Ja. Und manchmal ist es dann auch ein bisschen... Also weißt du, uns geht es ja auch schon gut, oder? Manchmal musst du auch die Basics mal früher holen. Wir früher nicht, wir haben die Hütte, wir haben irgendwie... Es ist einfach so, mal im Grundsatz gesorgt. Und da darf man, glaube ich, einfach auch dankbar sein. Ich glaube auch, ein bisschen psychologisches Problem natürlich, oder? Je besser die Grundlage ist, desto mehr findet man negative Haare in der Elemente. Suppe. Ja. Und wenn man sie dann wirklich mal hat, sich eben die positiven Sachen klar vorzeigen, finde ich super wichtig. Ja. Ja. Und wie? Hat mir auch immer wieder geholfen, weil man sich dann eben auch kann verlieren in dem Ganzen, oder? Also bei mir schon nur, hat mal ein Kollege der hat gesagt, ich jetzt auch nicht mal irgendwie mich über Ticketverkäufe beschwert oder so, ja. Recht am Anfang. Und dann sagt er, du lebst von dem. Also weißt du, nur der Fakt, oder? Schon mal noch das cool, ist, oder? Ja, das ist schon mal eine Basis, weißt du, wo dann eben, weil du schon in dem Strudel bist du, ja, aber... Und das ist einer der wenigen Momente gewesen, wo ich mal so kurz rausgezoomt habe, um es eben effektiv besser zu machen. Ja. So. Ja. Sonst bei der Comedy habe ich es eigentlich nie groß gehabt. Es hat immer alles sich sehr natürlich angefühlt. Mhm. Und dann kommt eben die Self-Fulfilling Prophecy. Ja, genau. Oder, weil du oft weißt, ja, das ist das, was ich will machen, da bin ich voll dabei. Oder? Das hat schon etwas mit dem zu tun. Sehr cool. Ja. Hey, dir weiterhin alles Liebe. Danke vielmals. Vielen Dank, bist du gekommen. Sehr gerne. Und wir machen wieder mal einen Austausch über noch so gern. Sportliche Ereignisse. Noch so gerne. Danke vielmals für die Einladung. Ganz viel Erfolg weiterhin. Merci. Alles Liebe. Danke. Danke, Christoph. Bis bald. Bis. Boop. Boop. Danke vielmals.